Sehr verehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, die Anträge der Fraktionen der Grünen und der Linken befassen sich mit einem sehr, sehr wichtigen und ernstzunehmenden Thema, der Personalbemessung in Pflegeeinrichtungen und den Mitspracherechten von Pflegekräften. Wir wissen, dass es wichtig ist. Und ich möchte, bevor ich aber mit den Ausführungen beginne, verehrte Frau Rabat, ich bin ja froh, Sie haben ja viele Dinge gesagt, die durchaus richtig sind. Sie sagen, Pflege ist ein Zukunftsthema. Das ist richtig, bloß ich bin etwas verwundert, was die Zukunft mit unserem Land, mit der Person Schulz zu tun hat. Das überrascht mich. Also das möchte ich an dieser Stelle schon einmal hier sagen. Allerdings, meine sehr geehrten Damen und Herren, möchte ich auch sagen, dass bei der Begründung des Antrags und bei den Problemlösungsvorschlägen der Linken und auch der Grünen habe ich da schon gewisse Zweifel, wie das Ganze funktionieren soll. Und Kollegin Scharfenberg hat gesagt, dass hier unsere Krankenhäuser, unsere Altenheime, unsere Senioreneinrichtungen funktionieren nur deshalb so gut und so ordentlich, weil wir engagierte Menschen haben, die in der Pflege arbeiten. Das wissen wir. Und wenn ich mich mit den Bediensteten hier in den Krankenhäusern unterhalte, da geht es nicht nur um das Thema ordentliche Bezahlung, wobei das eine Grundvoraussetzung sein muss. Und das haben wir auch in dieser Legislatur hier noch mal zementiert und verfestigt. Aber es geht doch einfach darum, dass wir ordentlich auf unseren Stationen aufgestellt sind. Und da kann man natürlich in der Theorie darüber sprechen. Und da kann man natürlich immer wieder das Ganze gesetzlich einfordern. Auch alles vollkommen klar. Aber ich glaube, es ist doch notwendig, dass wir dann in der Praxis, hören Sie lieber zu, dass wir in der Praxis hier nicht fiktive Zahlen immer in den Raum schmeißen. Und es fehlt auch nicht am Geld, sondern es fehlt an der Motivation, dass wir diese Menschen in diesen Beruf bringen. Und das ist doch auch unsere politische Aufgabe, dass wir hier motivieren. Und das werden wir nicht schaffen mit Ihrer destruktiven Haltung, die Sie hier immer wieder vorbeten und die Pflege in den Einrichtungen, vor allem Sie, Frau Zimmermann, auch Woche für Woche hier irgendetwas erzählen, was so einfach nicht stimmt. In Deutschland wird hervorragende Pflege geleistet. Das ist die Situation, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, ich habe viele, viele Einrichtungen in diese Richtung besucht. Und das Hauptthema ist, dass wir natürlich zu wenig Menschen auf den Stationen haben. Das Hauptthema ist aber auch, was das ganze Dokumentationswesen betrifft. Wir brauchen eine Digitalisierung auf den Stationen und die Digitalisierung am Bett. Das ist notwendig, das ist wichtig. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, ich habe leider in den letzten 1,5 Jahren all diese Dinge, die wir hier in der Theorie dann auch abgestimmt haben, habe ich im privaten Bereich erleben dürfen und erleben müssen. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass das, was hier in den letzten Jahren entschieden worden ist, mit diesen ganzen Pflegestärkungsgesetzen, dass das vor Ort greift und dieser Dreiklang, dass wir uns um die zu Pflegenden kümmern, dass wir hier eine neue Melodie aufgesetzt haben und dass wir aber auch die Angehörigen mitgenommen haben und natürlich auch die Beschäftigten. Das war der erfolgreiche Dreiklang und den können Sie nicht abstreiten, weil er draußen ankommt. Das ist die Wahrheit. Und wenn wir auch hier über Dinge sprechen wie Ausbildungszahlen, ich kann hier nur das Statistische Bundesamt auch noch mal zitieren, der Vergleich 2005 zu 2015. Wir haben in der Altenpflege, hatten wir 2005 45.000 Auszubildende, jetzt haben wir 66.285. Und in der Krankenpflege hatten wir damals 57.257 Ausbildungsverträge und jetzt haben wir über 64.000. Das sind Zahlen, das sind Fakten, das sind Realitäten und deshalb liegen wir richtig. Aber trotzdem machen wir weiter und sagen, wir wollen und brauchen ein ordentliches Ausbildungssystem. Und wir sind auch hier komplett ja beieinander, dass wir sagen, eine generalistische Ausbildung für die Dinge, die man generalistisch ausbilden kann. Warum denn nicht? Aber wir möchten auch, dass die Spezialisierung in den einzelnen Berufen bestehen bleibt, weil das ein Qualitätsmerkmal ist. Und deshalb werden wir das so auch in diese Richtung weiterhin verhandeln.
Und ich glaube, wir sind auf einem guten und ordentlichen Weg, dass wir das hoffentlich auch hinbekommen. Und ich freue mich auch, Frau Raubert, wenn Sie hier in diese Richtung schön mitmachen. In diesem Sinne herzlichen Dank. Vielen Dank, Erich Ilsdorfer. Auf die Sekunde. Auf die Sekunde. Dankeschön. Nächste Rednerin, Heike Behrens für die SPD-Fraktion.